Das Mädchenfinale bei den Bezirksmeisterschaften Mittelfrankens 2011 beim SC Adelsdorf fest in der Hand der Spielvereinigung DJK Wolframs-Eschenbach mit Larissa Wirth und Pei Sheng. Für den Fall, dass es mit dem Tischtennistisch dieses Finales Probleme geben sollten, hat Patrick Müller sofort einen Reservetisch parat, der nur noch hingeschoben werden muss.